Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen berichten von den Beratungen im Präsidium und dem erweiterten Vorstand der SPÖ Wien. Basis war das Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahlen, ein für uns sehr erfreuliches Ergebnis mit einem Zugewinn an Prozenten und Mandaten. Und dieses Ergebnis hat mit sich gebracht, dass wir insgesamt 4 Verhandlungsoptionen für eine Koalition in Wien haben. Ich habe vor der Wahl eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Das gilt auch nach der Wahl. Es sind 3 Koalitionsoptionen verblieben. Und in diesem Wahlkampf war mir wichtig, dass wir einen Wettstreit der Ideen führen, einen möglichst sachlichen Wahlkampf. Und wenn man von einigen rassistischen Wahlplakaten absieht und vom einen oder anderen Untergriff, war es in Summe, wenn man sich die Bedeutung des Wahlkampfes ansieht, ein doch sehr gut funktionierender Wahlkampf, der sich sehr stark an sachlichen Unterschieden orientiert hat und weniger an persönlichen Angriffen. Das war auch mein Ziel, das ist gelungen und da möchte ich auch meine Wertschätzung den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern aussprechen. Dieses Klima des Wahlkampfes wollte ich auch für die Koalitionsverhandlungen weiterführen. Ich habe deshalb angekündigt, und Sie waren ziemlich alle mit dabei, dass wir mit 3 Parteien Sondierungsgespräche führen. Das haben wir letzte Woche auch getan, Montag, Dienstag und Mittwoch. Und ich habe bei diesen Sondierungsgesprächen immer gleich eingeleitet. Ich habe nämlich die Schwerpunkte der SPÖ Wien eingebracht, jene Themenschwerpunkte, die für mich in den nächsten 5 Jahren auch ganz besonders wichtig sind und die auch eine deutliche sozialdemokratische Handschrift zeigen. Das ist natürlich zum einen die Bewältigung der Corona-Krise, die uns alle sehr fordert. Und wir sind stolz, in Wien ein sehr gut funktionierendes, öffentlich finanziertes Gesundheitswesen zu haben. Mit herausragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und man kann ihnen gar nicht oft genug Respekt und Dank aussprechen, in dieser schwierigen Situation Übermenschliches zu leisten für die Gesundheit der Wiener Bevölkerung. Nicht nur für die Wiener Bevölkerung. Ich möchte noch mit anschließen, dass wir auch Frauen und Männer aus den anderen Bundesländern in den Wiener Spitälern betreuen. Dieses gut funktionierende Gesundheitswesen wollen wir auch weiter ausbauen, insbesondere vor allem auch im Bereich der Pflege, aber auch mit einer sehr bürgernahen medizinischen Versorgung vor Ort in den Bezirken, mit Primärversorgungszentren und anderen Maßnahmen, um in Kooperation Spitäler und niedergelassene Ärzte stark miteinander zu verbinden. Wir sehen, dass die Corona-Krise aber nicht nur eine Krise im Gesundheitswesen verursacht, sondern ganz stark auch den Wirtschaftsstandort Wien fordert. Mir ist es wichtig, dass wir, um den Wirtschaftsstandort zu stärken, insbesondere den Klein- und Mittelbetrieben, den Einpersonenunternehmen unter die Arme greifen, denn die kommen jetzt besonders unter Druck. Und wir sehen natürlich auch ganz schwerwiegende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Auch da habe ich in den letzten Monaten unterstützt von den Mitgliedern der Stadtregierung Maßnahmen gesetzt, vor allem für 2 Personengruppen, für die ganz Jungen, insbesondere für jene, die eine Lehrstelle suchen. Wir haben die Anzahl der Lehrplätze in der Stadt Wien verdoppelt. Wir haben mit Lehrlingsstiftungen und der Stärkung der überbetrieblichen Lehrwerkstätten mehr Plätze für Mädchen und Burschen geschaffen, die eine Lehre anstreben. Und die 2. Personengruppe sind jene über 50, die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter Druck kommen. Und wir haben mit unserer Aktion 50 Plus hier eine Schiene entwickelt, um mehr Menschen aus diesem Alterssegment wieder in Arbeit zu bringen. Damit in Zusammenhang steht auch der gesellschaftspolitische Anspruch, dass wir besonders auch auf die Frauen achten. Denn durch das Homeoffice haben wir bemerkt, dass insbesondere viele Frauen unter verstärkten Druck kommen. Das hat Auswirkungen für Frauen am Arbeitsmarkt, aber bedeutet auch gesellschaftspolitisch eine neue Sichtweise und die Gefahr, dass Mädchen und Frauen wieder stark zurück an den Herd gedrängt werden, aus dem Arbeitsmarkt abgedrängt werden und hier wollen wir insgesamt auch gegensteuern. Damit in enger Verbindung steht das Bildungssystem. Auch das ist durch die Corona-Krise besonders stark gefordert.
Wir haben in den letzten Jahren im Bildungssystem wichtige Schritte gesetzt. Wenn ich daran erinnern darf, dass wir vor 10 Jahren schon den kostenfreien Kindergarten eingerichtet haben, als einziges Bundesland, und in diesem Schuljahr einen Meilenstein im Bildungssystem in Österreich geschaffen haben, durch die kostenfreie Ganztagsschule, die wir vorerst an 70 Standorten realisiert haben, mit dem Anspruch, jedes Jahr 10 weitere Standorte zu eröffnen. Und es ist dem Bildungsstadtrat Czernohorski auch gelungen, dass insbesondere mit dem Bildungscampus auch neue organisatorische Formen geschaffen werden, dass junge Menschen von Kindergarten über die Pflichtschule bis zu einer weiterführenden Schule an einem Standort in verschränkten Unterricht, Schulunterricht, Freizeiteinheiten die Möglichkeit haben, gut ausgebildet zu werden und die Schulzeit auch in angenehmer Atmosphäre zu absolvieren. Und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir die Möglichkeiten im Schulbetrieb stärker an die modernen Gegebenheiten anpassen, nämlich im Zuge eines digitalen Klassenzimmers, dass wir sehr frühzeitig schon beginnen, junge Menschen auch mit den Herausforderungen des Arbeitsmarktes, aber auch der neuen Technologien in Verbindung zu bringen. Ein wichtiges Thema ist der Klimawandel. Wir stellen uns dieser Herausforderung in Wien, wie ich meine, in intensiverem Ausmaß als in anderen Großstädten. Und ich finde es immer interessant, wenn uns andere Städte als Beispiel genannt werden, dort, wo wir in Wirklichkeit durch unsere Maßnahmen Pionierarbeit geleistet haben. Wir sind auch im Bundesländervergleich das Bundesland mit den niedrigsten CO2-Emissionen. Und wir wollen diesen Weg konsequent fortsetzen. Wir haben vor 20 Jahren begonnen mit einem Klimaschutzprogramm der Stadt Wien, vor 20 Jahren, und haben seit dieser Zeit Schritt um Schritt gesetzt, auch international beachtet, um den Klimawandel zu stoppen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen zu begrenzen. Also von daher nehmen wir uns vieles vor, und ich habe ja erst vor kurzem ein 50-Punkte-Programm vorgestellt, gemeinsam mit Umweltstadträtin Siemer und dem Clubvorsitzenden Taucher, um zu zeigen, dass wir es können und dass wir durchaus in der Lage sind, diese Herausforderung in Wien anzunehmen. Und ich habe bei diesen Sondierungsgesprächen auch deutlich gemacht, dass die Besonderheit Wiens im Wohnbau, insbesondere im geförderten Wohnbau, dass mehr als 60% aller Menschen in einer geförderten, damit leistbaren Wohnung leben können, in einer der 220.000 Gemeindewohnungen oder in einer der 200.000 von der Stadt Wien geförderten Miet- und Genossenschaftswohnungen, dass wir diesen Weg konsequent fortschreiten wollen. Auch in Kooperation mit gemeinnützigen Bauträgern, gemeinsam mit jenen, die diesen Weg gehen. Und erst vor kurzem haben wir beschlossen in Wien, dass bei Umwidmungen 2/3 aller neu geschaffenen Wohnungen geförderte Wohnungen sein müssen. Das heißt, auch leistbare Mietkonditionen haben. Darauf sind wir stolz. Es gibt keine andere Millionenstadt, die da annähernd an Wien herankommt, und diesen Weg wollen wir auch weiter beschreiten. Und in diesem Zusammenhang ist mir wichtig, auch zu betonen, dass ich diesen Weg gehen möchte mit den Sozialpartnern, mit den Kammern, mit all jenen, die bereit sind, auch den politischen Weg der Stadt zu unterstützen. Und ich erzähle hier kein Geheimnis, dass ich mit der Arbeiterkammer, mit den Gewerkschaften im guten Einvernehmen stehe, aber auch mit der Wirtschaftskammer, der Landwirtschaftskammer, sogar der Industriellen Vereinigung. Also, dass wir ein sehr dichtes Netz an Kooperationen haben, dass wir bei diesen Gesprächen versuchen, auch Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu definieren und in Angriff zu nehmen. Wenn ich daran erinnern darf, dass ich vor einigen Monaten den ersten Sozialpartnergipfel im Rathaus umgesetzt habe, wo es darum gegangen ist, die Ansprüche am Arbeitsmarkt im Bereich Digitalisierung mit Bildung in Einklang zu bringen. Auch diesen Weg möchte ich weitergehen, dass es neben den politisch Verantwortlichen auch eine gute und enge Kooperation mit den Sozialpartnern in Zukunft geben wird. Und ich habe schon am Beginn meiner Tätigkeit als Bürgermeister immer davon gesprochen, dass es durchaus ein Spannungsfeld gibt, in dem ich mich bewegen möchte, nämlich zum einen deutlich zu machen, dass wir eine weltoffene Stadt sind. Und ich habe das erst gestern am Nationalfeiertag auch wieder betont. Vor 75 Jahren wurde die UNO gegründet, und wir sind stolz, dass wir der einzige Sitz der Vereinten Nationen sind, der sich in der Europäischen Union befindet.
Wir haben 40 internationale Organisationen, viele Menschen, die hier in der Stadt leben, aus anderen Ländern kommen, und das ist auch gut so. Das zeigt auch eine sehr hohe Kompetenz, die wir als Standort internationaler Organisationen einbringen können. Ich habe aber immer auch deutlich gemacht, dass es für jene Menschen, die in unserer Stadt schon leben, auch eine ganz besondere Bevorzugung geben soll. Ich habe das immer unter dem Titel Wien-Bonus zusammengefasst. Ich habe das schon als Wohnbaustadtrat umgesetzt mit einer Bevorzugung jener Menschen, die länger in der Stadt leben, unabhängig von ihrer Herkunft. Und das wollen wir fortsetzen, auch in anderen Teilen des Alltagslebens, in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, in vielen anderen Bereichen. Das war mein Einleitungsstatement bei all diesen drei Sondierungsgesprächen. Und ich darf sagen, alle drei Gespräche sind in einer sehr guten Atmosphäre verlaufen, haben auch dazu geführt, dass man sich inhaltlich und persönlich auch näher gekommen ist, dass man deutlich machen konnte, wo gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch wo gibt es Knackpunkte, Unterschiede, über die man reden muss. Und ich kann sagen, diese Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede waren graduell abgestuft. Und ich habe vereinbart, dass wir über die inhaltlichen Gespräche stillschweigen halten. Und ich finde es auch richtig, weil ich diese Gespräche auch politisch nicht nutzen möchte, um Mitbewerbern zu schaden oder auch zu nutzen. Also von daher halte ich mich auch daran. Aber das kann ich sagen, sie sind atmosphärisch gut verlaufen, inhaltlich allerdings sehr unterschiedlich. Und es war relativ bald klar, mit welcher der drei Parteien es stärker möglich sein wird, hier eine Übereinkunft zu finden. Und die Entscheidung, die wir jetzt im Präsidium, im Parteivorstand der SPÖ Wien getroffen haben, im Übrigen im Präsidium einstimmig und im Vorstand mit überwältigender Mehrheit, ist, dass wir uns nicht gegen eine Partei entscheiden, sondern dass wir uns für eine Partei entscheiden, für einen mutigen neuen Weg, und dass wir die Tür öffnen wollen für eine Fortschrittskoalition, für die erste sozialliberale Koalition in Österreich, und dass wir vertiefende Koalitionsverhandlungen starten wollen mit den NEOS, und zwar ab heute. Mein Ziel ist, dass wir sehr schnell diese Gespräche zu einem Ende führen und dass wir Mitte November eine Koalition präsentieren können, mit einem Koalitionsübereinkommen, ein Regierungsübereinkommen, das von beiden Parteien getragen wird, sicher auch mit einer deutlich sozialdemokratischen Handschrift, aber auch mit Vorstellungen der NEOS. Und vielleicht abschließend nur noch zu den Größenverhältnissen. Aufgrund des Wahlergebnisses ist die SPÖ zweimal so stark wie die ÖVP, dreimal so stark wie die Grünen und sechsmal so stark wie die NEOS. Und das wird natürlich auch einfließen müssen in jede Form der Koalition, die zu führen ist. Und von daher freue ich mich, dass wir diesen neuen Weg beschreiten. Und ich bin überzeugt, dass das ein Signal ist für die Zukunft unserer Stadt, aber durchaus auch ein Signal sein kann für andere Teile unserer Republik. Und von daher freue ich mich auf diese Fortschrittskoalition.